geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zur heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Bildschirmen. Bitte beachten Sie, dass wir auch heute wieder eine durchgängige Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske hier im Raum haben. Bitte behalten Sie sie während der gesamten Veranstaltung auf. Wir beschäftigen uns heute mit der Personalpolitik der Bundesanwaltschaft der Jahre 1950 bis 1974, die vom amtierenden Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank in Auftrag gegebene Studie ist im vergangenen Jahr als Buch unter folgendem Titel erschienen: Staatsschutz im Kalten Krieg, die Geschichte der Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegel-Affäre und RAF. Ich gebe das Buch mal gleich wieder in die Mitte. Ich begrüße herzlich die beiden Autoren, Professor Dr. Friedrich Kiesling und Professor Dr. Christoph Safferling ganz außen. Ebenso herzlich begrüße ich Professor Dr. Annette Weinke. Sie wird die Moderation der Veranstaltung übernehmen. Kurz zum Ablauf. Es wird zunächst ein Podiumsgespräch geben und danach bleibt Zeit und Gelegenheit, Fragen zu stellen, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird den Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause eingeblendet. Wenn Sie hier im Saalfragen stellen, gehen Sie bitte hier links außen zum Mikrofon, damit man Sie im Livestream auch verstehen kann. Ich möchte Ihnen kurz Frau Professor Weinke vorstellen. Sie lehrt neuere und neueste Geschichte am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist stellvertretende Leiterin des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Frau Weinke forscht und publiziert seit vielen Jahren zur Geschichte der NS-Prozesse im geteilten Deutschland, zur Geschichte der Menschenrechte und des Völkerstrafrechts und zur Geschichte der alliierten Entnazifizierungs- und Strafpolitik. 2016 erschien ihre Habilitationsschrift Gewalt, Geschichte, Gerechtigkeit, transnationale Debatten über deutsche Staatsverbrechen im 20. Jahrhundert. Für diese Arbeit ist sie durch den Börsenverein des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Die nächste Veranstaltung der Stiftung hier im Auditorium wird nach den Osterferien am Dienstag, den 26. April stattfinden. Und wie immer werden Sie rechtzeitig eine Einladung dazu erhalten oder Sie informieren sich auf unserer Website. Und abschließend noch ein Hinweis, der uns besonders wichtig ist. Die Stiftung Topographie des Terrors unterstützt die Spendenaktion des Hilfsnetzwerks für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine. Das Netzwerk besteht aus rund 30 Initiativen, Stiftungen, Erinnerungsorten und Gedenkstätten in Deutschland, die sich mit NS-Verbrechen beschäftigen und teilweise langjährige Kontakte zu Überlebenden sowie zu Fachkollegen und Kooperationspartnern pflegen. Kontakte Kontaktbi, ein Verein für Kontakte zu Ländern der ehemaligen Sowjetunion, ist Initiator dieser Aktion. Durch den Krieg in der Ukraine sind viele Menschen in große Not geraten. Unter den Leidtragenden sind auch Tausende von Überlebenden nationalsozialistischer Verfolgung. Sie brauchen unsere Hilfe. Auf unserer Website weisen wir unter Aktuelles auf die Spendenkontonummer hin. Und hier vorne, direkt am Ausgang auf dem kleinen Tisch draußen, finden Sie auch eine Spendenbox, wenn Sie sich daran beteiligen möchten. Dafür jetzt schon vielen Dank. Und nun darf ich das Wort an Frau Professor Weinke übergeben. Applaus
Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung heute Abend. Kann man mich hören? Danke. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich hier heute Abend Gelegenheit habe, mit den beiden Autoren dieser Studie über ihr neues Buch zu sprechen. Ich werde zunächst die beiden Autoren vorstellen. Vielleicht kennt der eine oder andere sie schon, aber nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen was zum Lebenslauf sagen und dann ganz knapp kursorisch Ihnen etwas zu dem Buch sagen. Wie gesagt, ganz knapp, um dann hinüberzuleiten in unser gemeinsames Gespräch. Ich beginne mit unserem ersten Autor, Herrn Professor Friedrich Kiesling. Herr Kiesling hat neuere deutsche Literaturgeschichte und Philosophie studiert und 2000 promoviert in Erlangen-Nürnberg an der Universität. Er war dann von 2001 bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Gregor Schögen am Lehrstuhl für Neuere Geschichte 2 Erlangen-Nürnberg. Er hat sich 2007 habilitiert und hat danach mehrere Lehrstuhlvertretungen absolviert, wurde 2014 Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Katholischen Universität in Eichstätt-Ingolstadt und ist seit 2020 W3-Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen gehören Gegen den großen Krieg, Fragezeichen, Entspannung in den internationalen Beziehungen 1911 bis 1914, 2002 erschienen dann die undeutschen Deutschen, eine ideengeschichtliche Archäologie der alten Bundesrepublik 1945 bis 1972, 2012 erschienen und schließlich ein gemeinsamer Band, der hervorgegangen ist aus der Kommissionsarbeit, denn Herr Kiesling hat schon bereits einige Jahre Erfahrung mit dieser sogenannten Auftrags- und Behördenforschung, mit der Kommissionsarbeit. Und daraus ist hervorgegangen ein Buch unter dem Titel Agrarpolitik im 20. Jahrhundert, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und seine Vorgänger. Das ist 2020 erschienen und das Buch ist entstanden gemeinsam mit unter anderem Horst Möller, Joachim Bitterlich, Daniela Münkel. Die Forschungsschwerpunkte ergeben sich schon ein bisschen jetzt aus den Publikationen, die ich genannt habe, also einerseits die Geschichte der internationalen Beziehungen, Ideen und intellektuellen Geschichte und eben die Nachgeschichte des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. Unser zweiter Autor, Herr Professor Christoph Safferling, ist Rechtswissenschaftler von Haus aus. Er hat in München Jura studiert, hat dort 1996 sein erstes Staatsexamen absolviert. Dann folgte 1996/97 ein Studium an der London School of Economics, 1999 die Promotion in München und schließlich 2000 der Abschluss mit dem zweiten Staatsexamen. Herr Safferling war dann zwischen 2002 und 2006 wissenschaftlicher Assistent in Erlangen-Nürnberg und hat sich auch dort habilitiert 2006, hat dann eine Lehrstuhlvertretung an der Philipps-Universität in Marburg absolviert und wurde 2007 in Marburg auf den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und Völkerrecht berufen, war dort zwischen 2008 und 2015, wenn ich mich nicht täusche, Co-Direktor des Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse. 2010 bis 2011 war er außerdem Sprecher der Wissenschaftlichen Gründungskommission zur Planung einer UN-Akademie Nürnberger Prinzipien, die auch mittlerweile existiert, mit Mitteln des Auswärtigen Amts und der Stadt Nürnberg gefördert wird. Er ist seit 2015 Mitglied und Vizepräsident im Kuratorium. Er war 2018 Visiting Scholar in Stanford University und ist seit 2015 nunmehr
Lehrstuhlinhaber für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und Völkerrecht in Erlangen-Nürnberg. Ich nenne hier auch die wichtigsten Schriften, Vorsatz und Schuld, subjektive Täterelemente im deutschen englischen Strafrecht, Tübingen 2008. Dann das Buch, was er zusammen mit Manfred Görtemarker herausgegeben hat, Die Rosenburg. Das war sozusagen so eine erste Bestandsaufnahme zu der damaligen Kommission zum Bundesjustizministerium. Und daraus ist dann 2016 auch ein dickes Buch entstanden unter dem Titel Die Akte Rosenburg, das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit. Ja, und es wurde schon erwähnt, Herr Safferling und Herr Kiesling wurden 2017 von Generalbundesanwalt Peter Frank beauftragt mit einer wissenschaftlichen Studie zu den Gründungsjahren der Bundesanwaltschaft und ihrem Verhältnis zur NS-Zeit. Und die Ergebnisse dieser Kommissionsarbeit liegen nunmehr vor, seit November letzten Jahres in diesem auch doch sehr voluminösen Buch. Ja, bevor wir beginnen mit unserem Gespräch, möchte ich wenigstens ganz kurz was sagen. Was ist eigentlich, was macht die Bundesanwaltschaft, was ist das eigentlich für eine Behörde? Die ist die oberste Staatsanwaltschaft in der Bundesrepublik Deutschland und sie ist zuständig für die Verfolgung staatsgefährdender Straftaten, das heißt Hoch- und Landesverrat, Spionage. Und seit 2002 ist sie auch zuständig für die Verfolgung von Verbrechen gegen das Völkerstrafrecht. Das ist das sozusagen das eine Feld, ist der Staatsschutz. Das andere Feld ist eben die Rechtspflege. Die Bundesanwaltschaft vertritt auch Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof. Und das Aufkommen dieser Verfahren ist erstaunlich konstant. Jährliches Aufkommen etwa 3.000 Revisionsverfahren. Ich zitiere hier mal aus dem Buch, dort heißt es, diese Behörde besteht aus mindestens zwei, wenn nicht sogar beinahe drei eigenständigen Behörden, nämlich einmal eben die Revisionsabteilung, die Abteilung für erstinstanzliche Verfahren, die Terrorismusabteilung und die Spionageabteilung. Das können Sie vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer erläutern. Die Behörde wurde 1950 gegründet und der Hauptsitz befindet sich auch noch heute in Karlsruhe, in Steinwurf, Nähe vom Bundesgerichtshof. Die Anfänge sind wirklich sehr, sehr bescheiden, mit nur sehr, sehr wenigen Mitarbeitern. Mittlerweile sind es an die 200 Mitarbeiter, Bundesanwälte, Oberbundesanwälte, aber auch Staatsanwälte und Richter, die von den Bundesländern dorthin abgeordnet werden. Und der Leiter ist eben der Generalbundesanwalt, der vom Bundesjustizminister vorgeschlagen wird und vom Bundespräsidenten ernannt wird. Das ist eben derzeit der schon genannte Dr. Peter Frank. Ja, zu dem Buch möchte ich ein bisschen was sagen, nicht so viel, denn das soll gleich Gegenstand unseres Gespräches sein. Ich will anfangen mit einer Rezension unter dem Titel »Als der Rechtsstaat auf der Strecke blieb«, eine Rezension, die in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Und in dieser unlängst erschienenen Rezension heißt es, ich zitiere, »Es handelt sich um eine faktenreiche zeithistorische Studie, die anschaulich die spannenden Häutungen der Bundesanwaltschaft beschreibt«. Was die Autoren dort aufblättern, sei ein Staatsschauspiel in drei Akten. So hat der Rezensent das genannt. Nämlich, diese drei Akte sind Vergangenheit verbergen, Vergangenheit schönreden, Vergangenheit wieder salonfähig machen. Ende des Zitats. Und dieser Rezensent ist kein Niemand, das ist nicht irgendwer, sondern das ist sozusagen eigentlich der profilierteste Rechtsjournalist der alten und neuen Bundesrepublik gewesen, ein sehr, sehr intimer Kenner der Szenerie in Karlsruhe, nämlich das war Rolf Lamprecht, der leider
vor wenigen Tagen 91-jährig verstorben ist. Also er hat sozusagen noch bis ins hohe Alter nicht nur gelesen, sondern auch geschrieben und hat auch dieses Buch noch sehr gewürdigt. Daran wollte ich auch noch mal bei dieser Gelegenheit erinnern. Ja, es handelt sich um eine umfangreiche Studie, die sich im Großen und Ganzen aus drei beziehungsweise vier Teilen zusammensetzt. Der erste Teil unter dem Titel Das Erbe der Reichsjustiz, oberste Gerichtsbarkeit und Staatsschutz im Deutschen Reich gibt so etwas wie einen kursorischen Überblick über die Gründungsgeschichte der Behörde im ersten Wilhelminischen Kaiserreich. Dann wird man weitergeführt in die Weimarer Zeit und schließlich zur Rolle der Reichsanwaltschaft im Dritten Reich geführt. Es werden dann geschildert die ersten Versuche der alliierten Besatzungsmächte, das Justizunrecht im Nationalsozialismus in exemplarischen Prozessen abzuurteilen. Und das geschah unter anderem in diesem sogenannten Juristenprozess, der Fall 3 in den amerikanischen Nachfolgeprozessen in Nürnberg, der sich unter anderem eben gegen Staatssekretär Schlegelberger auch richtete. Im zweiten Teil, Aufbau und Entwicklung der Behörde bis 1974, geht es dann eigentlich im Großen und Ganzen um die Entstehung einer spezifischen bundesdeutschen Sicherheitsarchitektur, von der die Anwaltschaft nur ein Teil ist. Also das ist eigentlich ein ganzes Konglomerat aus Behörden, die man in gewisser Weise auch zusammen betrachten muss, um zu verstehen, was die Bundesanwaltschaft macht und sozusagen, also welche Handlungsspielräume in diesem Geflecht sie hat. Wir werden da sicherlich noch gleich drauf eingehen, aber ich würde es nur kurz benennen, also außer dem Bundesjustizministerium und dessen Staatsschutzreferaten sind das eben ja, der Bundesgerichtshof, das Bundeskriminalamt und auch die Nachrichtendienste, Bundesverfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst. Es werden dann in diesem Teil die sogenannten Gründungsväter vorgestellt, nämlich Oberbundesanwalt Karl Wichmann, Max Güde, Wolfgang Frenkel und Ludwig Martin. Und es wird auch diskutiert, sozusagen, welche verschiedenen Kontinuitätsdimensionen wir eigentlich dort vorfinden und was sich im Einzelnen unter dem Begriff der Belastung in verschiedenen Kontexten verstehen lässt. Dann der dritte Teil bzw. der vierte Teil zeichnet die Bundesanwaltschaft bei der Arbeit. Es geht um Aufgabengebiete und um das berufliche Selbstverständnis der Behörde. Und es werden Arbeitsschwerpunkte geschildert, wie zum Beispiel die Bekämpfung des Links- und Rechtsextremismus, strafrechtliche Verfolgung von Kommunisten im Anschluss an das KPD-Verbot 56 und auch die Auseinandersetzung mit NS-Unrecht. Und außerdem werden sehr anschaulich beschrieben eine Reihe von Personalskandalen, von denen auch die Bundesanwaltschaft betroffen war. Schließlich wird das Buch abgerundet durch die Schilderung der Spiegel-Affäre und es wird ein kurzer Ausblick gegeben auf die Rolle der Bundesanwaltschaft im sogenannten Roten Jahrzehnt, also der 70er Jahre, von der sie auch selbst betroffen war als Behörde. Also es kam zu Attentaten gegen den BGH-Ermittlungsrichter Wolfgang Buddenberg und 1977 dann gegen Siegfried Buback. Ja, dabei möchte ich es jetzt an dieser Stelle bewenden lassen und mich in das Gespräch mit Ihnen begeben. Ja, ich muss dann das Mikrofon anmachen. Ja, meine erste Frage, das hatte ich schon angedeutet. Also ich denke, das verdient einfach nochmal näher vertieft zu werden,
Um welche Art von Behörde handelt es sich eigentlich? Also das ist eine kleine Behörde, vielleicht etwas unscheinbar, aber eben auch durchaus eine Behörde, die ja einen sehr zentralen Platz einnimmt in dieser sogenannten bundesdeutschen Sicherheitsarchitektur. Vielleicht können Sie das einfach ein bisschen schildern, was eigentlich diese Behörde so macht, was deren Aufgabenfelder sind. Vielen Dank, Frau Weinke. Ich fühle mich jetzt als Jurist hier erst einmal angesprochen bei der Frage, was macht die Bundesanwaltschaft oder der Generalbundesanwalt? In der Tat ist eine kleine Behörde, aber sehr wesentlich, auch für die Sicherheitsarchitektur in unserem Staat. Und man muss das schon mal voranstellen, dass die Aufgabe dieser Behörde jetzt nicht neu in der Bundesrepublik erfunden worden ist, sondern dass eben schon im Kaiserreich mit dem Reichsgericht und der Reichsanwaltschaft ganz, ganz ähnliche Strukturen ja vorhanden waren, die dann eben 1950 wieder aufgegriffen worden sind. Und der ehemalige Reichsanwalt Richard Naumann, das war übrigens ein Jude, hat das mal so zusammengefasst: die Reichsanwaltschaft dient der Rechtspflege und dem Vaterlande. Und hat er Ende der 20er Jahre so zugespitzt wiedergegeben. Und im Grunde gilt das eigentlich auch heute noch. Die Bundesanwaltschaft dient also einmal der Rechtspflege. Das tut sie, indem sie vor dem Bundesgerichtshof die Revisionsverfahren vertritt und dafür sorgt, dass also hier in unserem Bundesgebiet, damals eben im Reichsgebiet, eine einheitliche Strafrechtsprechung dann auch bestehen kann. Also es dient der Rechtspflege und dann dient es eben dem Vaterlande, also es ist etwas hochtrabend natürlich ausgedrückt, aber es dient eben der Sicherheit, indem beispielsweise terroristische Strafverfahren, Hochverrat, Landesverrat, hat Frau Weinke bereits erwähnt, hier eben geführt werden. Dazu kommt jetzt neuerdings eben auch das Völkerstrafrecht, das ja gerade in den letzten Wochen nochmal an besonderer Aktualität gewonnen hat. Und das haben Sie wahrscheinlich auch der Zeitung entnommen. Der Generalbundesanwalt hat ja auch für die Ukraine bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet für den Krieg in der Ukraine. Also das fällt jetzt auch in den Aufgabenbereich der Bundesanwaltschaft. Normalerweise ist ja in unserem föderalen System die Strafverfolgung Aufgabe der Länder. Und es ist eigentlich nur ganz ausnahmsweise eben, dass der Bund die Kompetenz hat, auch Straftaten zu verfolgen. Und das geschieht eben in diesem Bereich des Staatsschutzstrafrechts, wie man das nennt, oder jetzt eben auch im Völkerstrafrecht. Vielleicht darf ich noch einen kurzen Satz sagen zu dem von mir vorhin erwähnten Reichsanwalt Richard Naumann. Ich habe ja schon gesagt, er war jüdischer Abstammung oder jüdischer Konfession und er war als Reichsanwalt tätig und wurde 1935 dann aus dem Dienst entfernt in Leipzig, etwas später schon, 1935. Warum? Weil er sich als Kommunistenverfolger schon in der Weimarer Zeit einen Namen gemacht hat in Leipzig. Und er konnte dann tatsächlich auch mit sozusagen Schutz der Behörde, der Reichsanwaltschaft, noch etliche Jahre in Berlin leben und ist dann erst im Jahr 1943 nach Theresienstadt gekommen und hat dort dann als privilegierter Jude das Dritte Reich auch überlebt und wurde dann zum Bundesgerichtshof berufen und hat also schon dann hochbetagt noch 2 Jahre lang einen Strafsenat am Bundesgerichtshof geleitet. Also eine besondere Form auch der Kontinuität, über die wir wahrscheinlich dann noch weiter und genauer reden werden. Aber das nur zur Erläuterung, woher ich dieses Zitat habe, der Rechtspflege und dem Vaterlande. So ist es eben auch bei der Bundesanwaltschaft. Es wird für eine einheitliche Strafrechtsprechung gesorgt über die Revisionen und es wird eben das Vaterland verteidigt gegen die Feinde und jetzt eben auch gegen die internationalen Feinde durch das Völkerstrafgesetzbuch. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Ja, gut. Sie sind schon zu sprechen gekommen auf die Frage der personellen Kontinuitäten. Ich denke, dass das natürlich ein entscheidender Impuls war, überhaupt für die Auftraggeber etwas zu erfahren über die verschiedenen Dimensionen der
Kontinuität. Man kann erstmal unterstellen, dass es eine Kontinuität gab. Aber vielleicht können Sie das nochmal schildern, also wie sich die Konstellation jetzt nach 45 verhält. Soweit ich weiß, gab es keine Vertreter der Reichsanwaltschaft, die in den alliierten Strafprozessen auf der Anklagebank gesessen hätten. Also das waren jetzt Vertreter vom Volksgerichtshof, aber nicht Vertreter der Reichsanwaltschaft. Also das heißt, die sind in gewisser Weise vielleicht im Windschatten gewesen, aus verschiedenen Gründen zunächst nicht verfolgt worden. Welche Konsequenzen hatte das und wie hat sich der personalpolitische Aufbau dieser Behörde dann eigentlich vollzogen? Vielleicht darf ich ganz kurz, bevor Kollege dann weitermachen darf. Ja, das stimmt. Also im Juristenprozess, den Sie ja angesprochen haben, Frau Weinke, diesem großen und ja irgendwie auch singulär gebliebenen Strafverfahren gegen Juristen des nationalsozialistischen Terrors und der Terrorjustiz, gab es diesen großen Prozess und da war tatsächlich niemand von der Reichsanwaltschaft im engeren Sinne. Es gab ja verschiedene Reichsanwaltschaften. Es gibt die Reichsanwaltschaft beim Reichsgericht, das war sozusagen die normale, ordentliche Gerichtsbarkeit. Und dann gab es die Reichsanwaltschaft am Volksgerichtshof. Hier wurde also dann dieses politische Strafrecht ja vor allem zunächst durchgesetzt, aber danach auch eher allgemeinere Straftaten. Das hat sich abgespaltet in den 30er Jahren. Und dann gab es noch die Reichsanwaltschaft beim Reichskriegsgericht. Das war aber nochmal eine ganz andere Form. Und der Reichsanwalt, Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof, Herr Lautz, der war angeklagt im Nürnberger Juristenprozess. Und man kann da schon auch ein bisschen was erkennen, eben an diesem Vorwurf gegenüber den Anklägern. Aber tatsächlich von der Reichsanwaltschaft vom Reichsgericht, die konnten sich sozusagen gerieren als diejenigen, die ja mit dem politischen Strafrecht nichts zu tun hatten. Wenn ich da vielleicht gleich mal nachhaken darf, denn Sie schildern ja auch den Fall von dem Hubert Schrübbers, der zunächst bei der Bundesanwaltschaft war und dann Präsident des Bundesverfassungsschutzes geworden ist, der in seiner Funktion als Reichsanwalt auch an Rassenschandverfahren beteiligt war. Also das, denke ich, sollte eben auch noch mal hervorgehoben werden, also dass die dass diese künstliche Unterscheidung zwischen Volksgerichtshof und Reichsgericht, dass das nicht damit einhergeht, dass sozusagen das Reichsgericht jetzt von typisch nationalsozialistischen Verfahren ausgenommen gewesen wäre. Ja, überhaupt nicht. Ja, also das ist ein älterer Eindruck gewesen und der ist auch gepflegt worden natürlich in der Nachkriegszeit, dass sozusagen die NS-Terrorjustiz vom Volksgerichtshof gemacht worden ist und nicht am Reichsgericht oder an der Reichsanwaltschaft. Aber das Bild lässt sich definitiv nicht halten. Es ist wohl so, dass der Volksgerichtshof viel normaler ist, auch in dem Justizsystem des Nationalsozialismus, und das Reichsgericht, die Reichsanwaltschaft, ist viel stärker profiliert, was NS-Terrorjustiz anbelangt. Also so in beide Richtungen ist inzwischen die Überzeugung der Forschung, muss man dieses Bild, dieses ursprüngliche Bild revidieren. Und wir werden auch mal nachher zu sprechen kommen auf einen der großen Skandale, den es dann auch gibt in der Bundesanwaltschaft. Und da geht es darum, dass jemand an der Reichsanwaltschaft sogar fanatisch Todesurteile beantragt hat und auf diese Weise eben die Reichsanwaltschaft ganz klar in das NS-Terrorsystem verstrickt gewesen ist. Also diese Trennung existiert jetzt in der heutigen Forschung so nicht mehr, ganz im Gegenteil. Vielleicht noch zu, Sie haben gefragt nach der Frage des Personalaufbaus nach 1950. Da haben wir eigentlich wirklich sehr gute Quellen gehabt. Das ist eigentlich ein Glücksfall in dieser Behörde, dass man die Frage, wie ist Personal gefunden worden und gesucht worden, sehr gut darstellen kann und sehr gut nachvollziehen kann in den Akten, die bis heute in Karlsruhe übrigens sind, im Keller der Bundesanwaltschaft.
weil nämlich eine ganz ausführliche Korrespondenz darüber existiert, wie man Menschen findet nach 1950 zwischen der Bundesanwaltschaft und dem Justizministerium. Also es ist eigentlich so, dass Justizminister schlägt vor, die Bundesanwälte, der Bundesrat muss zustimmen. De facto war es aber so, dass der erste Generalbundesanwalt oder Oberbundesanwalt das in die Hand genommen hat und dann Listen von möglichen Kandidaten abgesprochen hat mit dem Justizministerium. Und deswegen sind wir da sehr gut informiert. Und da werden wirklich Argumentationen entfaltet, warum ist jemand geeignet, warum ist jemand vielleicht nicht geeignet. Und dann können wir eben sehen, dass zum Beispiel die NS-Belastung nur in Einzelfällen eine Rolle spielt. Es ist nicht so, dass das gar keine Rolle spielt, aber eben nur in Einzelfällen. Und ganz im Vordergrund kann man sehen, ist da die Frage, ist jemand von seinem beruflichen Hintergrund geeignet, vor allem für Staatsschutzverfahren dann in der relativ schnell, weil im Kalten Krieg die Staatsschutzverfahren in den Vordergrund treten. Und da ist dieser Hubert Schrüppers, den Sie erwähnt haben, ein Beispiel dafür. Hubert Schrüppers ist Bundesanwalt 1950 geworden, also sofort bei Gründung der Behörde, und er ist eingesetzt worden im politischen Strafschutz, also im Staatsschutz, und hat dort Kommunistenprozesse geführt von Anfang an als Anklagevertreter bei der Bundesanwaltschaft. Und er hat das vorher auch gemacht in den 40er Jahren als Staatsanwalt in Hamm, am Oberlandesgericht in Hamm, hat er von 40 bis 43, also in der NS-Zeit, Hochverratsprozesse geführt gegen Kommunisten. Und genau in diesem Gebiet ist er dann eben 1950 wieder tätig. Und wir müssen davon ausgehen, dass man eben da jemanden gesehen hat, der ist kompetent. Der hat das gemacht. Und sozusagen der politische Kontext wurde ausgeblendet, aber dafür war er geeignet. Das ist so ein ganz typischer Verlauf, den wir da haben. Und in diesem Fall kann man wirklich sagen, der hat da weitergemacht. 5 Jahre nach dem Krieg. Natürlich ist es, wenn man genauer hinschaut, sehr heterogen. Es gibt andere, die haben nicht so einen Hintergrund. Aber durchaus der Blick, wen sucht man? Staatsanwälte mit Erfahrung in Staatsschutzverfahren ist ganz typisch. Mhm. Ja, Sie hatten auch erwähnt, dass der regionale Hintergrund oder sozusagen die beruflichen Verbindungen über bestimmte Behörden, dass das eine Rolle spielen kann. Also dass zum Beispiel jetzt das ORG Celle war, glaube ich, das war sozusagen so ein Fixpunkt, dass da eine Reihe von Personen angesprochen worden, also konkret angesprochen worden und als vertrauenswürdig empfohlen worden, weil sie eben von bestimmten Gerichten kamen? Ja, es gibt Netzwerke, die man identifizieren kann. Was wir auch von anderen Behörden natürlich kennen, dass das so war. Und man muss sich vorstellen, das ist eine relativ kleine Gruppe. Man kannte sich natürlich auch. Und da kann man, glaube ich, mindestens 3 Netzwerke identifizieren. Das war zum einen Oberlandesgericht Celle, wie Sie gesagt haben jetzt. Anderes ist das Kammergericht hier in Berlin, weil der erste Oberbundesanwalt Karl Wiechmann Senatspräsident am Kammergericht war, von 33 bis 45, also in der gesamten NS-Zeit. Und da hat er zurückgegriffen auf Kollegen, die er kannte und denen er vertraute. Ich glaube, das ist das wichtigste Kriterium auch gewesen. Das waren Leute, denen hat er vertraut. Und dann gibt es auch ein weiteres Netzwerk, das läuft über die schon erwähnte Reichsanwaltschaft. Da hat man auch wieder eine Kontinuität. Es ist so, dass eine Gruppe von Reichsanwälten, die vor 45 Reichsanwälte waren, 1950 Bundesrichter wurden am BGH. Und die haben dann ihre ehemaligen Mitarbeiter empfohlen für die Reichsanwaltschaft. Und was ich da hochinteressant war, wie schnell das ist. Also die verlieren keine Zeit. Die fangen in den ersten Tagen, kann man sagen, nach der Gründung der Bundesanwaltschaft an, ihre ehemaligen Mitarbeiter zu empfehlen. Und eine ganze Reihe von dann einflussreichen Bundesanwälten waren dann Mitarbeiter an der Reichsanwaltschaft tatsächlich und haben auf diese Weise den Eintritt in die Bundesjustiz gefunden. Also das sind so 3 Netzwerke, die man gut nachvollziehen kann. Und das wurde auch sehr explizit und offensiv propagiert. Also Sie haben ja da ein paar sehr prägnante Zitate, aus denen hervorgeht, dass sich die Behördenleitung, aber eben auch
Mitarbeiter, einfache Mitarbeiter der Behörde eben sehr explizit gesehen haben in einer Tradition der Reichsanwaltschaft beispielsweise. Also man hat ähnlich wie der Bundesgerichtshof sich eben identifiziert hat mit dem alten Reichsgericht und sich sozusagen als eine Fortsetzung begriffen hat dieser Behörde, hat man das auch in der Bundesanwaltschaft getan. Ja, klar, das war letztlich ja auch politisch so gewollt. Bei der Eröffnung des Bundesgerichtshofs und der Bundesanwaltschaft, es war ja eine Feierstunde hier am 8. Oktober 1950, hat der Justizminister Thomas Dehler ja den sozusagen Geist des Reichsgerichts geradezu beschworen, der jetzt hier in Karlsruhe eben weiterleben könne. Und wenn man sich die gesetzlichen Vorgaben anschaut, dann hat auch der Bundestag ja genau das gewollt, nicht? Er hat eben das Gerichtsverfassungsgesetz letztlich 1950 einfach wieder in Kraft gesetzt. Die alten Spielregeln vor 1950 galten nach 1950 weiter und entsprechend weitergeführt worden sind die Institutionen. Und dann verwundert es ja irgendwie auch nicht, wenn dann auch die Personen, die da arbeiten, und viele von denen haben eben schon an den Vorgängerinstitutionen in Leipzig gearbeitet, wenn die dann so weitermachen wie vorher. Ja, wobei das natürlich für die Geschichtswissenschaft interessant ist, weil damit eben einhergeht das, was wir sozusagen eine erfundene Tradition nennen. Also dass in gewisser Weise eine idealisierte Vergangenheit entworfen wird, die immer wieder aufgerufen und reproduziert wird zu verschiedenen Anlässen. Und das ist sozusagen ein Geschichtsbild, was sich dann irgendwann verselbstständigt und was auch gar nicht mehr kritisch hinterfragt wird, was dann auch letztlich unabhängig von individuellen Belastungen weitergegeben wird in der Behörde als Teil des institutionellen Gedächtnisses. Ja, und das muss man, glaube ich, als Historiker erstmal beschreiben. Von uns aus gesehen ist die Anforderung der Bundesanwaltschaft 1950, wenn wir das sozusagen uns anschauen, von heute aus, wie baut man einen demokratischen Staatsschutz auf? Das ist so die Frage, die da ist. Man hat diese NS-Terrorjustiz gehabt. Das war klar, dass das Strafrecht politisiert worden ist, instrumentalisiert worden ist, viele mitgemacht haben. Das ist unsere Fragestellung. Aber die Fragestellung taucht nicht auf, sondern es wird argumentiert von diesem beschriebenen großen Selbstbewusstsein einer Behörde, die seit 1879 existiert und in deren Kontinuität man sich sieht. Und das war natürlich auch praktisch, ja, das war auch praktisch, darauf hinzuweisen, weil man natürlich auch eine Rechtfertigungsanforderung hatte, aber das war was Äußeres. Ich glaube, sozusagen, man muss konstatieren, dass sozusagen die Prüfung nicht stattgefunden hat, sondern dass man auf was anderes hingewiesen hat, auf diese Tradition, auf die man stolz war. Mhm. Das gilt es zu beschreiben, ja. Und das ist der Normalfall. Aber dann gibt es natürlich auch andere Menschen. Wie ist das bei Leuten, die eine Biografie haben, wo es um tatsächliche Verbrechen geht? Ja, also haben die das auch sich so hin erzählt? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Oder wie viel Selbstbetrug ist da dabei? Oder wie viel auch bewusstes Täuschen ist dabei? Das muss man im Einzelfall beantworten. Aber so als Gruppe würde ich sagen, da gibt es dieses Selbstbewusstsein und diese Frage, wir brauchen jetzt einen Neuanfang, wir müssen irgendwie das demokratisieren, taucht erstmal nicht auf für die Leute. Ja, aber das sozusagen dieses intakte Selbstbewusstsein, was mit einem geschönten Geschichtsbild einhergeht. Das kann natürlich nur so lange existieren, solange es eben dann nicht von außen in Frage gestellt wird. Und das war ja eigentlich dann immer weniger der Fall. Also man kann sagen, dass man jetzt in den 50er Jahren, vielleicht die erste Hälfte der 50er Jahre, da war man vielleicht froh, dass einen die Alliierten in Ruhe ließen, beziehungsweise einem die Dreckarbeit abnahmen, wenn es dann eben dann bestimmte Vorkommnisse gab, wie diesen Naumann-Kreis, den Sie nennen. Also es gab ja dann ganz handfeste Vorfälle, wo man doch Bedenken haben konnte, dass also diese junge Demokratie das eben nicht aus eigener Kraft schaffen würde,
die ganzen rechtslastigen Kräfte, die es noch gab, zu integrieren. Und da haben aber dann eben die Alliierten, also in diesem Fall die Briten, haben dann sozusagen da reingeschlagen. Sie haben das ja auch beschrieben. Das war allerdings eine politische Intervention, worauf eigentlich dann eine juristische Intervention hätte folgen müssen, die aber aus verschiedenen Gründen nicht kam. Also das war eigentlich schon letztlich ein gewisser Störfall, muss man sagen. Also ein Vorfall, der eigentlich dieses sehr selbstbewusste Credo, wir packen das jetzt an und wir bauen eine junge Demokratie auf, wo man irgendwie doch spürte, das knirschte etwas. Das war das eine, dass man mit den verschiedenen Erscheinungen des Rechts- und Linksextremismus nicht gleich gut zurechtkam. Da können Sie vielleicht gleich noch mal was dazu sagen. Aber dann natürlich auch, dass man mehr und mehr konfrontiert wurde mit den doch sehr wesentlichen Belastungen und Hypotheken, die aus der Vergangenheit mitgeschleppt wurden. Okay, ja, also Sie haben zwei Sachen angespielt. Christoph Safferling kann vielleicht nachher was zu den Hypotheken nochmal sagen. Aber worauf Sie angespielt haben, ich glaube, das muss man nochmal erklären. Das ist eines der frühen Verfahren gegen Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Und das war ein Gegenstand für uns natürlich, ein wichtiger Gegenstand, wenn es darum ging, wie hat die Bundesanwaltschaft gearbeitet im Staatsschutz in der ersten Zeit. Da haben wir uns gefragt, wie hat sie in Fällen von Rechtsextremismus agiert. Und man muss zunächst mal sagen, der Rechtsextremismus in der frühen Bundesrepublik ist sehr aktiv. Also es gibt etwa hunderte von Anschlägen auf jüdische Friedhöfe, es gibt Anschläge auf Synagogen, es gibt Treffen von Rechtsradikalen, wo einige tausend Rechtsradikale sich treffen, teilweise in Uniformen, die angelehnt sind an den Nationalsozialismus in 50ern und bis in die frühe 60er Jahre. Die Bundesanwaltschaft hat in diesen Fällen, die ich jetzt gesagt habe, nie das Verfahren an sich gezogen. Sie hätte das genauso, wie es sie heute regelmäßig macht, denken Sie an den Anschlag in Halle, das ist eigentlich ein Fall, der kann verhandelt werden von den Landesjustizbehörden. Die Bundesanwaltschaft hat aber das Recht, das Verfahren wegen der besonderen Bedeutung an sich zu ziehen. Das hat sie im Falle von Halle natürlich sofort gemacht. Oder 2019 bei dem Mord an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, auch an sich gezogen sofort. Bei den Dingen, die ich jetzt genannt habe, hat sie das nie gemacht. In keinen solcher Fälle, Anschlag auf jüdische Synagogen, Anschlag auf jüdische Friedhöfe, hat sie bis 1962, da ist der erste Fall, bis dahin hat sie das nie gemacht. Es gibt dennoch einige Fälle gegen Rechtsextremismus. Ein ganz wichtiger Fall ist dieser Fall Naumann, Naumann-Kreis. Das ist ein Kreis von ehemaligen NS-Funktionären, benannt nach Naumann, er war Staatssekretär im Propagandaministerium. Die haben versucht, die FDP zu unterwandern und auf diese Weise Zugriff zu bekommen auf die Bundespolitik. Die FDP hat einen rechten Flügel gehabt, das war die Partei, die in der Regierung war, hat man sich überlegt und auf diese Weise bekommen. Die kamen auch ein Stück weit, ja, die hatten gute Kontakte aufgebaut. Und da ist die britische Besatzungsbehörde 1952 dazwischen gegangen und hat die verhaftet. Das war ein bisschen fishy, weil nicht ganz klar war, ob die Briten das durften. Und die Bundesanwaltschaft hat dieses Verfahren dann übernommen von den Briten und auch ein Verfahren geführt. Am Ende wurde das aber eingestellt. Ja? Da kam es nicht mal zur Anklage, das Verfahren wurde eingestellt. Man hat auch nicht einmal eine staatsgefährdende Vereinigung angenommen. Das, was man gegen links immer angenommen hat, staatsgefährdende Vereinigung, hat man da nicht angenommen. Und da muss man wohl sagen an diesem Punkt, dem ist nachgegangen worden, dem ist auch 2 Jahre lang nachgegangen worden, aber es führt zu nichts. Diese rechtsradikale Gruppe, neonazistische Gruppe, das waren ja Altnazis, Altnazi-Gruppe, ist dann politisch erledigt worden und nicht juristisch. Im Wahlkampf dann ist die sozusagen
diskreditiert worden auf politische Weise und die haben dann auch keinen Fuß mehr auf den Boden gebracht, aber eben nicht juristisch. Und wenn man sich das quantitativ anschaut, also Verfahren gegen Kommunisten, gibt es einige 10.000 insgesamt in der Bundesrepublik und an der Bundesanwaltschaft einige 100 pro Jahr, die geführt worden sind. Und Verfahren, die von der Bundesanwaltschaft angestrengt worden sind gegen rechts, gibt es ungefähr 10 bis Anfang der 60er Jahre. Es werden andere Fälle beobachtet. Ja, es ist nicht so, dass da gar nichts gemacht wird. Es gibt auch einige Urteile, aber insgesamt haben wir natürlich da ein Missverhältnis. Und deswegen heißt unser Buch auch Staatsschutz im Kalten Krieg. Die Erklärung ist natürlich unter anderem, es gibt mehrere Erklärungen, aber eine Erklärung ist einfach die Dominanz des Kalten Krieges. Der Kommunismus war einfach für diese Leute, über die wir da geschrieben haben, die Gefahr. Und das gegen rechts war das was anderes. Ja, deswegen, also eine Erklärung, es gibt andere Erklärungen, aber eine Erklärung ist wirklich Dominanz des Kalten Krieges. Ja, da kann man tatsächlich ein bisschen drüber streiten, denke ich, weil dieses Muster, das setzt sich ja dann fort, auch noch also bis in das Entspannungszeitalter, also beispielsweise, dass man eben Anfang der 70er Jahre, wie es jetzt bekannt ist, dann durchaus eine Welle von rechten Gewalttaten hat, die aber nicht nach dem Staatsschutzgesetz verfolgt werden, weil man dann wiederum ausgeht von dieser These des Einzeltäters. Das scheint ein Muster zu sein, dass man immer diesen Einzeltäter oder irgendwie ein versprengte Grüppchen unterstellt, während man eben bei Linksextremismus geht man immer von sehr gut aufgestellten, organisierten Kadern aus, die ja eine potenzielle Gefahr darstellen. Ja, da hatten wir keine gute Nachricht für die Bundesanwaltschaft. Diese Vorstellung, dass es Einzeltäter sind, ich habe das kurz angesprochen, die ist bis zum Ende unseres Untersuchungszeitraums, bis Mitte der 70er Jahre ist das so, dass man da, die Strukturen sind auch schwieriger juristisch zu greifen. Das muss man schon sagen, das sind eher Netzwerke häufig, während man links stärkere Organisationsstrukturen haben, in der Anfangszeit häufig auch angelehnt an die DDR. Das war dann wirklich ein Ableger von DDR-Institutionen. Aber trotzdem die Bereitschaft, da Einzeltäter zu sehen, die ist wirklich da und offensichtlich ganz lange verbreitet in der Bundesrepublik. Es ist ja erst eigentlich in den letzten Jahren so, dass wir das anders begreifen, auch die Bundesanwaltschaft sich anders anschaut. Ja, also da muss ich sagen, das hat mich doch sehr bestürzt und nachdenklich gemacht. Also diese Zahlen, die sie da ausbreiten und eben der Umgang mit den Anschlägen gegen jüdische Friedhöfe, das wusste ich vorher gar nicht. Also weil man geht immer davon aus, man hat eben 59 diese Synagogenschmierereien und dann werden alle aktiv und es wird danach gerufen, dass der Staat jetzt Flagge zeigen muss. Aber sie haben das eigentlich hier sehr eindrücklich beschrieben, dass wirklich während der 50er Jahre dass das Thema ständig akut war und dass man eigentlich da eine gewisse Hilflosigkeit auch beobachten kann, wie man damit umgeht. Wobei ich mir natürlich auch überlegt habe, dass in dieser Situation, in der eben die Bundesrepublik ja sich auch international Vertrauen wieder erwerben wollte, da war das natürlich auch noch eine besondere Schwierigkeit, praktisch den Staat darauf anzusetzen. Nicht? Also das hatte ja sozusagen diese zwei Seiten. Auf der einen Seite, wir tun was dagegen, aber wenn wir was tun, müssen wir das auch publik machen. Und dann stand ja immer dieses Argument im Raum, wenn wir denen zu viel Aufmerksamkeit schenken, dann wird das wiederum Misstrauen im Ausland schüren. Also das war ja sozusagen immer der Gedankengang in den Regierungskreisen, dass man eigentlich versuchen wollte, das Ausland zu beruhigen und wir sind auf dem richtigen Weg. Und also dass das auch möglicherweise ein Grund gewesen sein kann, weshalb man da wenig energisch vorgegangen ist.
Zugleich war das eben aber auch der Auftrag, wahrscheinlich dann gegen links härter vorzugehen. Also weil man sich ja gerade im Westen orientieren wollte und hier ganz klar die Mauer geht eben durch Berlin und geht durch Deutschland, dass man eben auch gerade durch diese massive Kommunistenverfolgung eben zeigen wollte, man kämpft hier gegen den Klassenfeind. Also ja. Das spielt da, glaube ich, auch schon eine große Rolle. Und da hat man das ja auch, das war auch ganz klar der Auftrag von Anfang an. Das sieht man auch in der ersten Treffen. Karl Wichmann hier am Kammergericht mit den Generalstaatsanwälten. Das Erste, was er sagt, unser Auftrag ist, gegen den Zersetzungshochverrat aus der DDR zu kämpfen. Also das war von vornherein ganz klar der Auftrag. Und das, was Frieda Kiesling gerade erzählt hat über die Verfahren, die gegen eben Rechte Umtriebe geführt worden sind, die waren dann eher so notgedrungen, musste man dann mal, wenn man da gezwungen wurde. Aber das sah man nicht als Auftrag aus sich selbst heraus. Mhm. Der Kampf gegen den Kommunismus hingegen schon. Ja, und da war man offensichtlich auch sehr kreativ. Also, dass man jetzt beispielsweise, wie Sie es hier beschrieben haben, wenn es jetzt keine konkreten Vorbereitung gab, staatsgefährdender Art, dann hat man sich eben auf die Schriften gestürzt. Also dann wurden eben Schriften konfisziert und sozusagen zum Gegenstand der Anklage gemacht. Ja, Sie spielen hier auf diese sogenannte Fünf-Broschüren-Verfahren an. Das war wirklich ganz subtil. Also man muss sich ja vorstellen, das Staatsschutzstrafrecht, also Hochverrat, Landesverrat, etc., wurde von den Alliierten aus dem Strafgesetzbuch eliminiert als nationalsozialistisches Rechtsgut. Ja. Und dann hat man sich eben dann gleich nach Gründung der Bundesrepublik, auch im Bundesjustizministerium, natürlich zu überlegen, wie macht man das jetzt irgendwie, muss man die Demokratie, den neuen Staat ja schützen. Die Frage, kann man das vielleicht auch auf andere Art und Weise machen, stellte sich nicht. Es war klar, wir machen das wieder mit Strafrecht. Und dann setzte man sich also hin und kreierte ein neues Staatsschutzstrafrecht. Das sind die Paragraph 80 folgende in unserem Strafgesetzbuch, auch heute noch. Das Strafgesetzbuch, der besondere Teil des Strafgesetzbuchs, beginnt mit dem Staatsschutzstrafrecht. Das ist natürlich auch schon eine Aussage über die Bedeutung. Es beginnt ja nicht etwa mit Mord und Totschlag und die Rechte des Individuums, sondern es beginnt mit dem Staatsschutzstrafrecht. Also das hat man dann eingeführt 1951 im August. Wurde das Gesetz verabschiedet und man orientiert sich da ganz stark an einfach der Gesetzeslage vor 45. Also da sieht man teilweise an den Paragraphen keine Unterschiede und man setzt sogar noch eins obendrauf und kreiert den Straftatbestand der Staatsgefährdung. Also Hochverrat meint ja, wenn ich gewaltsam versuche, die bestehenden Strukturen zu verändern. Und wenn ich das eben nicht gewaltsam mache, sondern so leicht, langsam, zersetzend, dann fällt das nicht unter den Hochverrat, aber dann hat man eben diese Norm der Staatsgefährdung kreiert, um eben solche derartige Zersetzungen, wenn man es so nennen will, dann auch mit strafrechtlichen Mitteln bekämpfen zu können. So, und in diesem Kontext muss natürlich auch die Strukturen der Institutionen erst kreiert werden. Also der Oberbundesanwalt, wie er damals hieß, war eine, aber dann gibt es eben, braucht man eine Polizeibehörde und die hatte man nicht, denn die Polizeibehörden waren ja wieder Länderbehörden und der Oberbundesanwalt in Karlsruhe hatte keine Möglichkeiten, auf die Landespolizeibehörden zuzugreifen. Das war vom Gerichtsverfassungsgesetz nicht vorgesehen. Und dann hat man erst überlegt, wie man das machen soll, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz vielleicht, aber dann ist wieder die Gefahr, das wird dann eine neue Gestapo, das will man auch nicht. Und so kam dann nach und nach die Idee, das Bundeskriminalamt damit einzubeziehen. Das waren eher peinliche Manöver und Aktionen, die man da gestartet hat, was dann tatsächlich auch dazu führte, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz eine sehr starke Rolle eingenommen hat in diesen Anfangsjahren und in dieses Stück weit exekutive Vakuum hineinging und jedenfalls ganz intensiv Informationen der Karlsruher Behörde geliefert hat, damit die dann das Strafverfahren draus stricken. Und dieses Verfahren, wenn ich jetzt darauf zurückkommen kann, zu den fünf Broschüren, hatte jetzt nicht seinen Ursprung beim Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern beim Bundespostministerium. So was gab es damals. Bundespostministerium. Dort war nämlich aufgefallen, dass also zentnerweise Propagandamaterial mit Zügen
über die deutsch-deutsche Grenze in die Bundesrepublik eingeschleust worden sind und dort verteilt werden sollten, damit man eben hier Werbung macht für Sozialismus und Kommunismus und auf jeden Fall gegen die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland. Und aus dem Bundespostministerium wird also dieser Vorgang dem Generalbundesanwalt oder Oberbundesanwalt nahegelegt. Und es war Herr Schrübers, von dem wir vorhin schon sprachen, der mit also einer deutlichen Erfahrung in Bezug auf Kommunistenverfolgung, der dann dieses Verfahren aufgegriffen hat und dann tatsächlich, wenn Sie es so sagen wollen, 5 Broschüren herausgegriffen hat, exemplarisch, und gegen die ein Verfahren geführt hat. Er hat praktisch 5 Broschüren angeklagt. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, aber rein rechtlich ist das ein isoliertes Einziehungsverfahren. Also man erklärt hier, dass diese Broschüren hochverräterischen Inhalt haben, dann kann man sie einziehen und vernichten. Das Schöne, wenn man jetzt aber hier ein großes Verfahren durchführt gegen die, ist, dass man ja keine Angeklagten hat und dann auch keine Verteidiger natürlich braucht. So konnte man also im Gerichtssaal nur der Vertreter der Bundesanwaltschaft und der Bundesgerichtshof erarbeiten, wie ist eigentlich Hochverrat auszulegen? Ist das hier ein Fall des Hochverrats, ohne dass einem jemand widerspricht, ohne dass jemand vielleicht als Verteidiger mal eine andere Sichtweise formuliert? Und in diesem Verfahren hat man dann tatsächlich die Definition von Hochverrat so festgezurrt, indem man eben gesagt hat, ja, gewaltsam muss der Umsturz eigentlich gar nicht sein, es reicht aus, wenn das Ziel ist, ein Gewaltregime zu etablieren. Und wir wissen ja alle, dass Kommunismus gleich Stalinismus gleich ein Gewaltsystem ist. Und wer also ein solches System möchte, der begeht Hochverrat. Und diese Definition konnte man hier eben ohne Verteidiger festlegen und hat sich dann in den Folgeprozessen, wenn dann tatsächlich Angeklagte da waren, darauf berufen und ein paar Jahre lang aufgrund dieser Marschroute sozusagen viele FDJ-Angehörige beispielsweise hier verurteilen können. Also das war schon eine sehr subtile Art und Weise, den Kampf gegen den Kommunismus vorzubereiten und dann entsprechend auch mit den rechtlichen Mitteln durchzuführen. Ja, und wir müssen ja noch mal zu sprechen kommen auf den Fall Wolfgang Immerwahr-Fränkel, der ja dann sozusagen zu einem Célèbre wurde, weil der Fränkel ja in gewisser Weise dann stürzte über auch seinen sehr unbeholfenen, tapsigen Umgang mit den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden. Also um dazu noch mal was zu sagen, es war ja so, dass jetzt seit Mitte der 50er Jahre sich die Kritik an der Personalpolitik in den Bundesbehörden insgesamt verstärkte. Also das ging zunächst vom Klassenfeind, von der DDR aus, mit Broschüren gegen Adenauers Blutrichter und so weiter und so fort. Die SED-Westarbeit schoss sich sozusagen ein auf die Juristen. Das hatte natürlich auch einen Grund, denn man fühlte sich dadurch auch ermutigt, dass ja die Kommunistenverfolgung in der Bundesrepublik da auf recht breiter Front unternommen wurde. Und in der zweiten Hälfte der 50er Jahre hat sich die Justiz eigentlich da ziemlich drüber hinweggesetzt, hat sich da eigentlich nur wenig dran gestört, dass diese Broschüren kamen. Also man kann sagen, dass sozusagen das Chordenken dadurch eher noch gefestigt wurde. Aber letztlich war es doch so, dass mit der Gründung der zentralen Stelle und den NS-Prozessen, die dann wieder losgingen, dass sich das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik doch langsam zu ändern begann und vor allem eben auch von Seiten der kritischen Medien das immer wieder aufgegriffen wurde. Das war natürlich kein Problem der Bundesanwaltschaft allein, denn diese Personalie mit dem Fränkel ging ja auch letztlich auf das Bundesjustizministerium zurück, die auch ja völlig
ja, ahnungslos oder auch in gewisser Weise sehr hartleibig der Meinung waren, dass sie das so weitermachen konnten, wie sie es immer gemacht haben. Aber vielleicht können Sie es einfach noch mal schildern, weil dieser Fall Frenkel ja wirklich auch von Ihnen beschrieben wird als eigentlich eben der größte Skandal, der in dieser Behörde passierte. Vielleicht können Sie die Hintergründe einfach noch mal schildern. Oder was ist Ihre Erklärung dafür, dass dann tatsächlich der Bundesanwalt, der Generalbundesanwalt dann nicht mehr haltbar war für diesen Zeitpunkt? Ja, das war schon ein riesiger Skandal. Wolfgang Immer war Frenkel, Sie haben ja auch den schönen Zwischennamen erwähnt, Frau Reinke, Pastorensohn übrigens, 1905 geboren in Gablonz. Er hat eine veritable juristische Karriere hingelegt, 33 in die NSDAP eingetreten und war dann eben Hilfsreferent bei der Reichsanwaltschaft. Und war dort vor allem zuständig für den dritten Strafsenat und für den Bereich der Nichtigkeitsbeschwerden. Nichtigkeitsbeschwerden war ein Instrument, was vom nationalsozialistischen Gesetzgeber eingeführt worden ist, um jenseits von irgendwelchen Rechtsmittelfristen dann eine Verschlimmerung von Sondergerichtsurteilen oder Urteilen von Landgerichten anzumahnen. Also das wurde dann möglicherweise gemeldet oder der Reichsanwalt hat selber davon erfahren und hat dann eben zum Reichsgericht eine Nichtigkeitsbeschwerde erhoben. Und Frenkel war also da gemeinsam mit dem Reichsanwalt, für den er gearbeitet hat, Karl Kirchner, zuständig für diese Nichtigkeitsbeschwerden, die haben sich die Arbeit aufgeteilt und er hat also hier in Dutzenden Fällen dann eine Verschlimmerung von Urteilen verlangt und häufig auch durchgesetzt und regelmäßig die Todesstrafe beantragt für Bagatelldelikte, also für Diebstahl von ein paar Hühnern, wenn das eben im mehrfach vorgekommen ist, dann war das gleich der Volksschädling, der eben zum Tode verurteilt werden musste, Fahrraddiebstahl. Also das sind diese Größenordnungen, über die wir hier sprechen. Ja, und Wolfgang Frenkel ist aber 1950 auch als einer der ersten in die Behörde gekommen, nach Karlsruhe, auf Empfehlung des eben erwähnten auch ein BGH-Richter, war gleiches Kaliber, aber in dem Fall war es Karl Kirchner, ihn eben empfohlen hat für die Bundesanwaltschaft, gesagt hat, naja, im Revisionsrecht ist der stark, der hat ja bei mir gearbeitet, bei der Reichsanwaltschaft, der kann das. Und er kam dann eben nach Karlsruhe und wurde kurz darauf Bundesanwalt. Genau. So, war die Behörde dann, war er lange in der Behörde und Max Güde, der Generalbundesanwalt von 1956 bis 1961 war, hat die Behörde verlassen, weil er sich als Rechtspolitiker betätigen wollte und hat sich in den Bundestag wählen lassen und hat deswegen den Posten als Generalbundesanwalt aufgegeben. Und da war die Behörde zunächst einmal kopflos. Und letztlich entschied sich dann Wolfgang Stamberger, damals FDP, damals Bundesjustizminister, dafür, Wolfgang Frenkel zum Generalbundesanwalt zu ernennen, weil der als ältester Bundesanwalt zu dem Zeitpunkt die Leitung auch schon kommissarisch innehatte, das schon einige Monate lang gemacht hatte und es wohl da keine Beschwerden gab, der das wohl ganz gut gemacht hatte. Ja, und es dauerte nur wenige Wochen und dann kam eben aus der DDR eine dicke Broschüre, in denen aus den Archiven, die man ja in der DDR hatte, vom Leipziger Reichsgericht eben akribisch aufgelistet waren mit Faksimile Abbildungen, für welche Todesurteile hier Wolfgang Frenkel eben als Vertreter der Reichsanwaltschaft mit zuständig und verantwortlich war. Und nachdem hier also wirklich massenhaft zu verzeichnen war, dass er hier ein Fan der Todesstrafe war, war er im Grunde nicht mehr zu halten. Und Stamberger hat ihn dann nach 4 Monaten im Amt vorzeitig in Ruhestand geschickt. Es gab dann ein Disziplinarverfahren gegen ihn und das ist dann schon nochmal ganz interessant und das war auch für uns schon irgendwie auch so ein Glücksfall in so einem spektakulären
in so einem spektakulären Fall nochmal nachvollziehen zu können in den Akten, was da eigentlich genau gelaufen ist in diesen Disziplinarverfahren. Ihm wurde ja, zunächst einmal ging es überhaupt darum, was kann man ihm vorwerfen. In so einem Disziplinarverfahren kann ich ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er 1943 Todesurteile beantragt hat. Das ist längst vergangen und hat auch natürlich mit seinem jetzigen Dienstherrn der Bundesrepublik Deutschland gar nichts zu tun. Ich muss ihm ja irgendwelche Dienstverfehlungen jetzt nachweisen können. Und da hat man dann eben versucht zu argumentieren oder hat argumentiert, er hätte eben den Justizminister angelogen, indem er gesagt hat, er hätte nie was mit Todesurteilen zu tun gehabt. Das stimmte offensichtlich auch, er hat darüber nicht die Wahrheit gesagt. Ob er da Aufklärungspflicht gehabt hätte, ist vielleicht nicht so ganz klar, aber angeblich wurde er da auch explizit gefragt und er hat das explizit verneint. Also das war dann der Vorwurf, darum ging es in den Disziplinarverfahren. Und hier wurde also tatsächlich alles aufgerollt und was die ganzen Vorwürfe, diese gesamte Broschüre, die aus der DDR vorlag, die hat man wirklich hier ihm dann vorgehalten und mit ihm durchgesprochen. Der Untersuchungsführer war übrigens ein Kollege von ihm, Westram, hieß der Bundesanwalt Westram, der Leiter der Berliner Dienststelle, der keine NS-Vergangenheit hatte. Dessen rassische Herkunft war nicht so ganz eindeutig, deswegen musste er 1933 den Justizdienst verlassen und ist dann nach dem Krieg in die Bundesjustiz gekommen und wurde dann Bundesanwalt. Und dieser Westram befragt ihn im Rahmen dieses Disziplinarverfahrens. Und ich finde das schon einen ganz spannenden Moment, seitenweise Befragungen, wo eben hier diese beiden Juristen, wie gesagt, die waren beide Bundesanwälte, waren beide Kollegen, dann aufeinandertreffen und Westram wirklich in der Manier eines Ermittlers ihn fragt, hier, ich halte dir das vor, das steht hier in deinem Schriftsatz, ja? Dieser Tscheche muss zum Tode verurteilt werden, weil er Tscheche ist und ein deutsches Mädchen vergewaltigt hat. So, was sagst du jetzt dazu? Ist das nicht doch rassistisch? Ja? Also er wird wirklich intensiv darüber diskutiert und Fränkel weist also alles von sich, völlig uneinsichtig, kann vor allem auch überhaupt nicht verstehen, dass er jetzt am Pranger steht, wo doch seine Vorgesetzten, die eigentlich ja die Zeichen und diese ganzen Sachen unterzeichnet haben, wenn die doch weiter Bundesrichter sein können. Dass er natürlich jetzt in dem Moment als Generalbundesanwalt auch nochmal eine andere Symbolfigur ist als ein einfacher Bundesrichter, das entgeht ihm irgendwie auch. Und er zeigt also auch, und wir sind jetzt hier ja im Jahr 1964, ja, eine völlige Uneinsichtigkeit hinsichtlich auch der Problematik der Todesstrafe. Er sagt, ja gut, die ist jetzt abgeschafft, aber ich hätte auch keine Probleme, sie sofort wieder einzuführen, wenn es denn auch irgendwie staatsnotwendig wäre. Ja. Ja, also so ist dann dieses Disziplinarverfahren, geht allerdings dann zu seinen Gunsten aus. Er wird tatsächlich freigesprochen vom Disziplinarsenat des Bundesgerichtshofs, auch nicht weiter überraschend, denn die Richter, die dort am Bundesgerichtshof tätig sind, waren auch alle mit einer NSDAP-Vergangenheit behaftet, sodass also der Freispruch am Ende dann nicht überrascht. Ja, wobei man ja eben dann nochmal auch, das sind wir jetzt gar nicht zugekommen, nochmal feststellen muss, dass natürlich dieses Disziplinarverfahren deshalb stattfinden musste, weil eigentlich der BGH Kooperation mit der Bundesanwaltschaft die strafrechtliche Schiene schon frühzeitig versperrt hatte. Also es gab ja sozusagen durch den Rechtsbeugungsparagrafen und den Dolus Eventualis, war ja sozusagen die Möglichkeit noch einer strafrechtlichen Aufarbeitung von ja, Justizterror im Dritten Reich eigentlich versperrt seit Mitte der 50er Jahre. Und insofern hat man dann diese Konstellation, dass man letztlich in einem Disziplinarverfahren klären muss. Also das ist interessant, was Sie erzählen, aber das spielt sich natürlich alles jenseits der Öffentlichkeit ab, die davon nichts mitbekommt. Und der Eindruck, der in die Öffentlichkeit gespielt wird, ist der, dass es letztlich um die Wahrheitsliebe von Wolfgang Immerwahr geht und nicht um
seine Beteiligung an, an Todesurteilen. Nicht? Also das ist das dann das, was bleibt. Das ist natürlich ein verheerender Eindruck. Ja.